Ja, ich glaube, ich war 29, 30, war frisch Anwältin und habe dann im Fernsehen damals die Rechtsextremisten gesehen, die durch das Brandenburger Tor marschiert sind. Und zeitgleich war eigentlich dieser Kalif von Köln ein Thema in der Presse, ganz groß, dieser Islamist. Und damals bin ich in die wollte ich in eine Partei eintreten, um allein eine demokratische Partei zu unterstützen. Und schlussendlich habe ich mich für die FDP entschieden wegen des Wörtchens Freiheit, weil Freiheit das Wort ist, das sich durch mein ganzes Leben zieht. Und ich gedacht habe, eine Partei, die das Wort Freiheit zur Grundlage ihres Handelns macht, könne doch gar nicht so viel falsch machen. Ich habe dann schnell mitbekommen, dass ich durchaus in der Minderheit bin in meiner Partei als Sozialliberale. Aber das war der Grund damals, dass ich tatsächlich in eine Partei eingetreten bin. Und irgendwann wurde ich von unserer Ehrenvorsitzenden auch angesprochen, Ingrid Walz, die gesagt hat, willst du denn nicht einfach auch mal ein Gemeinderatsmandat, Stadtratsmandat anstreben? Sie sprach mir eigentlich ins Gewissen und sagte, du hast eine moralische Verpflichtung, das zu tun. Und da hat sie mich dann tatsächlich auch bekommen, dass ich gesagt habe, ja, eigentlich hat sie recht. Wann soll man sich engagieren? Wenn nicht jetzt, ist es schon fast zu spät. Also die gesellschaftliche Entwicklung, es ist so krass, wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt. Die Rechtsextremisten und die Rechtspopulisten sitzen überall an Schlüsselstellen. Und jeder, der jetzt einfach sich da raushält und sich einfach mal zurücklehnt und das Ganze beobachtet, müsste sich fragen, mache ich mich da nicht in irgendeiner Form dann mitschuldig? Ich bin selbstständige Rechtsanwältin und ich habe meine Kanzlei und meine Angestellten. Und dann ist es einfach so, dass man seine 40, 50 Stunden in der Kanzlei sitzt erstmal. Und wenn man unter der Woche seine Ausschusssitzungen hat, fehlt einem die Zeit einfach, so dass ich am Wochenende auch noch mal hier sitzen muss. Hier ist einfach die gemeinderätliche Tätigkeit viel zeitaufwendiger als in einer kleinen Gemeinde. Und deshalb ist es unglaublich schwer, sich wirklich die Zeit zu nehmen, sich wirklich in all die Themen dann einzuarbeiten, zumal wir eben eine kleine Fraktion sind. Ich habe mir am Anfang bestimmte Themen rausgesucht, weil es einfach nicht möglich ist, sich ganz umfassend da einzuarbeiten. Und ich habe aber auch da das Gefühl, dass wir jetzt in Stuttgart in den Ausschüssen und als Gemeinderat oder als Stadträtin in den Ausschüssen in viel zu viele Dinge einmischen, die wir einfach der Fachverwaltung überlassen könnten. Es ist wirklich ein Kraftakt, Kanzlei, Beruf und Gemeinderat in so einer Großstadt dann unter einen Hut zu bringen. Aber man kann viel bewegen und das ist es wirklich wert, dass man sich das antut. Ich glaube, dass erstens Familie, Beruf und Gemeinderat echt schwer unter einen Hut zu bekommen sind. Ich habe unglaublich viele Kollegen, die kleine Kinder haben im Gemeinderat, aber wirklich wenig Frauen, die kleine Kinder zeitgleich zur gemeinderätlichen Tätigkeit betreuen. Und das ist ja ein Zeichen auch dafür, dass man offensichtlich dann als Frau nicht die Möglichkeiten, die zeitlichen Möglichkeiten hat, sich dann zu engagieren. Also es ist ja so, dass auch wenig Frauen im Gemeinderat sind, weil offensichtlich viele Frauen ja auch keine Frauen wählen. Muss man sich ja auch mal geben, dass offensichtlich viele Frauen auch Männern mehr zutrauen als den Frauen selbst. Das sind immer die kleinen Projekte, die dann wirklich so diese Herzensprojekte, die einen dann bewegen, zum Beispiel Joblinge. Das ist ein Projekt, um arbeitslose Jugendliche zu erreichen aus schwierigen Verhältnissen, was wir durchgekriegt haben. Oder FSSJ, Freiwilliges Soziales Schuljahr, ist auch auf meinen Antrag hin dann auch tatsächlich dann durchgegangen im Haushalt. Da geht es darum, dass man Schülerinnen und Schüler schon in der Schule dann an das Ehrenamt heranführt und sie dabei betreut ein ganzes Jahr lang. Ich habe da wirklich einige so Herzensprojekte und das sind auch die Projekte, die, ja, so, wenn man nach Hause geht, dann mit einem guten Gefühl nach Hause geht, da hat man jetzt wirklich was Gutes bewirkt. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass man wirklich vernetzt ist in dieser Stadt, dass man auch mitbekommt, wo hakt's.
weil man einfach nur so Themen voranbringen kann. Man braucht diese Verbindung zur Stadtgesellschaft, man braucht die Verbindung zu den anderen Kolleginnen und Kollegen, man braucht die Verbindung zu den Vereinen in der Stadt. Wenn man nur in seinen Ausschuss geht und sonst keine Verbindung zur Stadtgesellschaft hat, bringt man nicht viel voran. Ich wurde von den Rechtspopulisten bedroht, ich wurde beleidigt, mein Kanzleischild wurde beschmiert. Ich wurde eigentlich 5 Jahre lang von ein, zwei Kollegen aus dem rechtspopulistischen Lager angepöbelt. Und da überlegt man sich schon, warum man sich das antut. Und was da wirklich mir aufgefallen ist, dass bei diesen ganzen Beleidigungen, Pöbeleien, die durchaus einige Kollegen aus dem bürgerlichen Lager mitbekommen haben, dass da keiner sich hingestellt hat und gesagt hat, das ist nicht in Ordnung.